Hallo, liebe Deutschlernende. Das heutige Thema ist, naja, also die Bienen, ja, die Bienen und die Blüten, also die Bienen, die bestäuben die Blüten und glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Oder? Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Der Schnelltipp. Um die deutsche Grammatik zu erwerben, nicht zu lernen, zu erwerben, ist es notwendig, dass du verständliche Inhalte konsumierst. Wie zum Beispiel dieses Video. Das Ziel sollte es sein, dass das Niveau ein bisschen über dem liegt, was du verständlich finden würdest. Ja? Das heißt, du solltest ungefähr 70% verstehen und dann erwirbst du den Rest durch den Zusammenhang. Ja, lasst uns über Sex sprechen. Es ist ein Thema, das dir in Deutschland bestimmt begegnen wird, denn die Deutschen sprechen sehr offen über Sex. Zumindest ist das mein Eindruck. Ja, also mein Eindruck ist, dass besonders die junge Generation sehr offen und ehrlich über Sex spricht. Und ganz und gar nicht prüde ist. Na, es gibt Länder, die noch offener über Sex sprechen. Aber wenn man alle Länder betrachtet, dann ist Deutschland bestimmt eines der offensten Länder, was dieses Thema betrifft. Und im gewissen Sinne ist das auch sehr gut, weil dadurch besser aufgeklärt werden kann über sexuell übertragbare Krankheiten wie HIV, AIDS und andere Krankheiten. Und dazu gibt es zum Beispiel in Deutschland eine Kampagne, ja, es gibt eine Aufklärungskampagne und ganz groß werden Plakate aufgehängt wie diese hier, ja. Jeder kann sie sehen, sie sind in der Öffentlichkeit. Das heißt, auch Kinder können diese Plakate sehen und sind ein bisschen kontrovers, weil sich manche Eltern darüber beschwert haben, dass ihre Kinder diese Plakate sehen. Aber die meisten Deutschen, denke ich, finden sie harmlos und auch lustig. Ja? Und viele Leute denken, das ist eine gute Sache, dass so über sexuell übertragbare Krankheiten aufgeklärt wird. Ein anderer Aspekt ist, dass Filme freigegeben werden, die sexuelle Szenen zeigen. Ja, also die Alterseinstufung, die Altersfreigabe bei Filmen ist zum Beispiel im Vergleich zu Amerika viel, viel lockerer. Ja, also wenn die Leute vom FSK, das sind die Leute, die die Altersfreigabe bestimmen. Ja, wenn diese Leute sich überlegen, ab welchem Alter ein Film freigegeben werden soll, dann geben sie dem Film eine Bewertung, die dieser Film in anderen Ländern nicht bekommen würde. Filme, die in anderen Ländern ab 16 sein würden oder ab 18, sind in Deutschland ab 14 oder ab 16. Ja? Also da ist die Alterseinschränkung viel niedriger. Ja? Die Altersfreigabe, das Jahr, ab dem der Film freigegeben ist, ist viel niedriger gesetzt in Deutschland. Dafür bekommt ein Film aber eine höhere Altersfreigabe, wenn Gewalt zu sehen ist. Ja, ich finde es ganz interessant. Also wenn man die MPAA vergleicht in Amerika und das FSK in Deutschland,
Dann gibt es manche Filme, die in Deutschland freigegeben sind, die nicht in Amerika freigegeben sind. Und andersrum sind Filme in Amerika freigegeben, die nicht in Deutschland freigegeben werden für ein bestimmtes Alter. Meistens tendiert es dahin, dass Filme mit sexuellen Szenen eher in Deutschland freigegeben werden und Filme mit vielen gewalttätigen Szenen werden in Amerika freigegeben. Ja? Also da sieht man auch die Einstellung der Deutschen im Verhältnis zu Sex. Es ist auch so, dass im deutschen Fernsehen Programme ab 18 gezeigt werden können. Ja? Also ab 23 Uhr am Abend bis 6 Uhr morgens dürfen im deutschen Fernsehen sexuelle Szenen gezeigt werden und Nacktheit. Manche Leute, die Deutschland besuchen, sind sehr überrascht, wenn sie nachts den Fernseher anschalten und Szenen zu sehen bekommen, die sie eigentlich gar nicht sehen möchten. Außerdem ist FKK sehr beliebt in Deutschland. Was heißt FKK? Nun, FKK steht für freie Körperkultur. Freie Körperkultur. Aber es ist eigentlich nur ein Euphemismus für hier darf man nackt sein. Ja, und die Leute sind nackig, wenn sie am Strand liegen oder sie sind manchmal auch nackig auf der Wiese, um sich zu sonnen. Das ist etwas, was man in Deutschland unter Umständen zu sehen bekommt, wenn man es gar nicht erwartet. Man macht einen Spaziergang im Grünen, man macht einen Spaziergang im Wald oder irgendwo, wo Wiesen sind und man sieht Deutsche, die nackt baden. Es gibt nicht viele Orte, aber es gibt schon ein paar Deutsche, die das machen. Ja? Und manchmal begegnet man Leuten, die FKK praktizieren, ohne es zu erwarten. Eine letzte Sache zum Thema Sex ist die Akzeptanz von Homosexualität. Also nicht alle Deutschen sind offen gegenüber Homosexualität oder tolerant gegenüber Homosexualität, aber im Vergleich zu anderen Ländern doch schon sehr viele. Gerade die Berliner sind sehr tolerant gegenüber Homosexuellen und Berlin hatte mehrere Jahre lang sogar einen schwulen Bürgermeister. Klaus Wowereit war von 2001 bis 2014 der Bürgermeister von Berlin und er ist offen schwul. Ja? Er hat sogar, bevor er gewählt worden ist, gesagt, ich bin schwul und das ist auch gut so. Ja, das ist ein Spruch von ihm, der sehr bekannt geworden ist. Ja, also insgesamt denke ich, die Deutschen haben ein sehr lockeres und sehr offenes Verhältnis zu Sex. Leute, die eher konservativ eingestellt sind, können das auch negativ auffassen. Jeder Mensch hat natürlich eine andere Einstellung zu diesem Thema, aber ich wollte für euch dieses Video machen, um euch sozusagen zu warnen, was auf euch zukommt, wenn ihr nach Deutschland geht, wenn ihr nach Deutschland reist und damit ihr nicht überrascht seid, wenn ein Deutscher plötzlich ganz offen über Sex redet. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Ich hoffe, du fandest es interessant und wir sehen uns morgen. Tschüss!